Ihr verspürt das Kribbeln drohender Gefahr im Nacken. Irgendetwas stimmt hier nicht. Ist ja nicht nur so, dass wir hier die ganze, dass wir hier eingesperrt wurden. Genau, hier sind nämlich Fallen. Gehen wir mal ganz vorsichtig hier hin. Ganz vorsichtig wieder weg. Fragt nur, wenn es das ist, was ihr wollt. Ihr würdet doch. Hi Jungs. Okay, wie in alten Zeiten. So. Naja, bis auf die Folter und so. Da waren ein paar Goblins im Weg. Ich glaube aber auch nicht, dass das nicht die einzigen waren. Im Moment, du bleibst mal hier zurück und suchst weiter nach Fallen. Auf geht's. Verstanden. Falle zugeschnappt? Ja. Habe ich mich wohl verklickt gehabt. Ja, sicher ist sicher. Vorsichtig sein. So. Oh, Feuerballschriftrolle. Die auf jeden Fall aufheben. Mhm. Rüstung. Was hast du noch dabei? Eine Identifizieren-Schriftrolle. Ja gut, dann geht mal so eine Axt weg. So eine billige Goblin-Axt ist nämlich wirklich nichts wert. Da ist der Bogen da zum Beispiel mehr wert und der Bogen. So, und da war noch was drin. Habe ich da schon geplündert gehabt. Schleuderkugeln, aber Yahira hat jetzt erstmal genug Schleuderkugeln. Ja, nun gut. Ist was los? Schön. So, das scheint der letzte Ort zu sein, wo eine Falle ist. Baldurans Helm, genau. Minsk, werf mal ein paar von den Streitäxten weg, dass wir Platz haben. Immerhin, hier nimm die beiden Bögen. Und wirf mal einen Stack. Na, wirf zwei Stacks. Wirf einfach ein paar Pfeile weg. So, Zeit aufzubrechen, geht klar. Schriftrolle und Baldurans Helm. Und ja, Schriftrollen kann ich zu Immoin mal vorläufig packen. So. Baldurans Helm hätte ich gerne. Das ist nämlich einer von den Gegenständen, die ich gesagt habe, die wir aus dem ersten Teil übernehmen. Im ersten Teil hatten wir nämlich damals Baldurans Helm. Uns ja wiedergeholt durch die eine, wir haben ja die eine Quest gemacht, dem Typ den Helm gegeben, der hat uns verraten, wollte sich mit dem Helm davon machen, wir haben ihn totgeschlagen. und deswegen haben wir den Helm wieder. Und wir sagen, wir haben den Helm von Baldurin, ja, das ist eigentlich derselbe Text. Plus 5 Trefferpunkte, plus 5 Rettungswürfe, ETW und so weiter. Ist eigentlich einer der besten Helme. Vor allem am Anfang. So. Ja. Okay, okay. Ich traue der Truhe nicht. Aber scheinbar ist nichts faul an der Truhe. Das war wieder zu viel des Guten. Okay, okay. Kein Problem. Gucken wir mal hier rein. Die Luftelementarstatue. Ja, die brauchen wir an einem bestimmten Ort. Und ein Amulett des Meta-Zaubereinflusses.
Ja, leg den mal an. Amulett des Meta-Zauber-Einflusses der Steigerer. Das Amulett des Meta-Zauber-Einflusses ist für seine Fähigkeit bekannt, die Wirkung von Zaubern zu steigern und ist daher bei Magiern aller Art begehrt. Es wurde von Eladrin Melvit geschaffen, der in den Sternbergen lebte. Ja, bla bla bla. Ein zusätzlicher Zauber des zweiten Grades. Also hier. Einmal Spiegelbilder. Bei Yahira müsste ich mal die Zauber richtig machen. So. Gift verlangsamen, ob wir das reinnehmen sollten. Rindenhaut ist auf jeden Fall gut. Gute Beeren. Ja, das ist sinnlos. Beeren, die einen Schadenspunkt heilen. Fallen finden. Person oder Säugetier bezaubern. Gesinnung erkennen. Nö, ich nehme einmal Rindenhaut mit rein. Sicher ist sicher. Hier einmal mittelschwere Wunden heilen. Magie bannen. Übernehmen lieber die Magier und einmal schwere Wunden heilen. So. Bei mir habe ich ja, also bei Talisa habe ich das ja alles soweit gemanagt. Fragt nur, was immer ihr wünscht. So, Dryaden. Schützt mich. Bitte helft uns. Ja, helft uns. Befreit uns. Nur mal langsam. Wer seid ihr? Was geht hier vor? Ich werde euch weder helfen noch befreien. Ihr müsst verzeihen, meine Damen, aber ich habe keine Zeit, mich mit euch zu unterhalten. Wer seid ihr? Was geht hier vor? Wir sind sein Besitz. Seine Diener. Seine Konkubinen. Bitte helft uns zu entkommen. Wie kann ich euch helfen? Wenn ihr fliehen könnt, müsst ihr unsere Eichen zur Königin bringen. Berichtet ihr unsere Notlage in dem Versteck dieser Kreatur. Bringt sie zur Feenkönigin, die ganz im Süden der Windspeerhügel lebt. Es wird unsere Erlösung von diesem Irenikus und seinem Kerker sein. So, ich sehe, endlich kennen wir den Namen unseres Kerkermeisters, Irenikus, oder? Sagt mir, Dryaden, warum macht sich dieser Irenikus solche Mühe, euch drei hier festzuhalten? Wir sollen ihm Gefühle beibringen, aber er ist innerlich leer. Ich bin mir nicht sicher, was er erwartet. Zumindest könnt ihr für uns seine Pläne vereiteln. Wenn ihr die Eichen zur Feenkönigin bringt, kann sie unsere Bäume wieder wachsen lassen und uns befreien. Ich werde euch sehr gerne helfen. Warum geht ihr nicht einfach? Ihr scheint doch nicht angekettet oder eingesperrt zu sein, wie ich es war. Ich bedauere, dass ich euch nicht helfen kann. Ja, warum geht ihr nicht einfach? Wir können unsere Bäume nicht verlassen. Also hier steht einer davon. Wenn wir von unseren Bäumen getrennt werden, sterben wir. In Ordnung, wie kann ich euch helfen? Und auch unsere Bäume werden sterben. In diesem Fall werde ich froh sein, euch zu helfen. Danke, ihr müsst die Eichel nehmen und sie der Feenkönigin in den südlichen Ausläufer des Windspeerhügel bringen. Aber er hat unsere Eicheln an sich genommen. Er kennt unsere Pläne, sie amüsieren ihn. Er hat unsere Eicheln bei Illich gelassen. Illich ist gemein. Ja, da muss ich also eure Eicheln von diesem Illich wiederholen. Wer ist der und wo kann ich ihn finden? Ich glaube, ich habe die Eicheln, von denen ihr redet, ja. Ihr habt etwas Ehres für uns getan. Bitte bringt diese Eicheln zur Feenkönigin, die südlich der menschlichen Siedlung Handelstreff lebt. Wir werden euch helfen zu entkommen. Ihr müsst mit Hilfe der Portale hoch ins nächste Stockwerk des Komplexes reisen. Auf diese Art und Weise reist auch Irenikus. Die Portale werden durch einen bestimmten Schlüssel ausgelöst. Er benutzt ihren Schlüssel, denn ihr müsst wissen, er liebt sie immer noch. Er lässt ihren Raum genauso wie er war, doch er wird bewacht. Wir gehen manchmal hin und schauen uns ihre Sachen an. Möge der Wald stets einen Pfad für euch öffnen. So wunderschön. Ich habe früher oft von Dryaden und ihren schönen Bäumen geträumt. Ihr seid bei uns willkommen, Mädel. Jugendliche Ausgelassenheit ist etwas, das wir schon lange nicht mehr erfahren haben.
Ich träume immer, aber er nicht. Euer Charme wirkt bei ihm nicht mehr, oder? Woher wisst ihr davon? Er hat euch berührt, wie auch wir, nicht wahr? Irikos sucht etwas, das er nicht finden kann, und er sucht in denen, die es auch nicht besser wissen als er. Irenikos. Ein Name, der ein Synonym für Tod und Hässlichkeit ist. Nein, der Tod klingt anders. Er zeigte es mir. Ich spucke auf seinen Namen, ich spucke auf diesen Ort. Lebt, wie ihr könnt, wo ihr müsst, junge Frau. Ihr werdet nicht überleben, wenn ihr aufgebt. Das haben wir gelernt. Ich habe etwas gelernt, etwas anderes. Ihr seid so schön, ich kann euch fast nicht sehen. Ich will nur nach Hause. Oder Talisa, können wir heimgehen? Ja, wenn es so einfach wäre. Ja, neuer Tagebucheintrag auf jeden Fall. Helft dem von Irenikos gefangenen Dryaden. Um die von Irenikos gefangenen Dryaden zu befreien, muss ich ihre Eichel zur Feenkönigin bringen, die sich offensichtlich in den Windspeerhügeln aufhält. Habe ich jetzt eigentlich den zweiten Schlüssel an mich genommen? Nein, habe ich nicht. Muss ich gleich machen. Ja, aber fragen wir erstmal kurz die Dryaden. Ihr seid zurückgekehrt, Mensch. Wünscht ihr noch etwas von uns? Ja, könnt ihr mir den Rat wiederholen? Ja, ich dachte, sie bieten mir an, hier zu rasten. Ja. Ich warte, natürlich. Gut, hier stehen halt die drei Bäume rum. 1, 2 und 3. Los, spuck es aus. Ihr könnt euch auf mich verlassen. Und ich sollte eigentlich immerhin vorgehen lassen. Jupp, drei Bäume. In dieser ziemlich unnatürlichen Höhle. Also die Höhle sieht natürlich aus, aber das ganze Grün und alles, als ob es unter freiem Himmel wäre. Ich will erstmal zurück zu dem verschlossenen Portal, also hier rum. Ja, wenn es das ist, was ihr wollt. Vorher verstecken wir uns aber hier oben und hoffen, dass wir hier in Ruhe rasten können. So. Rasten. Hier ist es einfach zu unheimlich. Ich möchte hier weg. Und dann sacken wir erstmal den Schlüssel ein, der uns noch fehlt. Dann haben wir nämlich schon mal 2 von 6. Oder habe ich ihn schon eingesackt? Nein. Der Blitzstabschlüssel. Weil hier wäre das Portal, aber wir können es nicht benutzen, weil wir eben keinen Portalstein haben zurzeit. Wir haben halt nur die Energiezelle. Ja, hier schreit einer. Und ich sage denen am besten einfach, sie sollen da hinlaufen. So, ich muss zweimal den Befehl geben, weil in den engen Gängen ist die Wegfindung manchmal ein bisschen blöd, weil sie sich gegenseitig blockieren und das Spiel das halt eben so aufnimmt. So, aber normalerweise sollte unterwegs nichts passieren. Alle sind geheilt, allen geht's gut eigentlich. Unsere Zauber sind auch wieder aufgefüllt. Wir haben nämlich jetzt hier die Wolkenstatue, genau. Die Statue stellt ein wirbelndes Luftelementar dar. Und sie ist weg. Euer Wunsch ist mein Begehr. Ihr blickt über den Rand und seht einen dunklen, stürmischen Abgrund, der sich endlos nach unten erstreckt. Mhm. Wir scheinen nicht mehr in dieser Welt zu sein. Ja, aber hier gibt es Mephiten mal wieder. Erwischt! Erwischt! Hat das etwa wehgetan? Und Emoe macht schöne kritische Treffer bei denen. So.